einem weiteren Motovlog. Ihr habt mich lange nicht mehr gehört. Es ist schon ein bisschen länger her. Das letzte Video, wie lange ist das her? 4 Wochen? Ich glaube. Scheiß die Wand an. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass Kim und ich im Urlaub waren in Ägypten. Hotel war scheiße, Urlaub war trotzdem geil. Ja, ich habe nichts vorproduziert, weil ich nichts vorproduziert habe. Deswegen kommt jetzt erst wieder ein Video. Ja, der Urlaub ist schon 2 Wochen her, aber ich habe trotzdem keine Videos aufnehmen können, beziehungsweise habe keine Zeit so dafür gefunden, weil ich mein Akkuladegerät habe ich erstens irgendwie verschlammt und habe es dann, also habe es irgendwo liegen gehabt und habe es nicht gefunden, habe es jetzt wieder gefunden zum Glück, konnte meine Akkus deswegen jetzt wieder laden. Dann kam noch dazu, dass ich meine Erweiterung zu A gemacht habe. Leider darf ich, also ich habe die Erweiterung gemacht, habe ja, ich erkläre euch mal, wie das da abgelaufen ist. Also ich musste Antrag und so einreichen, bla bla bla. Habe eine Doppelfahrstunde gemacht. Warte mal, ich kann ja auch ein Stück vor noch. Habe eine Doppelfahrstunde gemacht und da hat mein Fahrlehrer halt direkt gesagt, yo, du hast Straufen, Jung. Und hat gesagt, ich brauche keine Fahrstunde, ich habe das Motorrad im Griff, die Fahrschulmaschine. Und dann habe ich direkt die Prüfung, war heute Samstag, ich habe die Prüfung am Donnerstag gemacht und bestanden. Also, das Ganze kostet mich so, für die, die es interessiert, 320 Euro, der komplette Führerschein. Die Erweiterung. Alles Geldmacherei, ich weiß. Aber was soll man machen, ne? Wenn man offen fahren will, dann muss man das halt eben einfach machen, muss man aber durchziehen. Ich darf noch nicht offen fahren, weil ich meinen A2-Führerschein, Moinsen, ich habe meinen A2-Führerschein noch zu diesem Zeitpunkt noch keine 2 Jahre. Man muss den ja 2 Jahre haben. Ich darf ab dem 22.09. darf ich theoretisch meinen Führerschein abholen und dann offen fahren. Das ist leider ein Samstag. Heißt so viel wie ich darf am 22.09. wahrscheinlich meinen Führerschein noch nicht abholen, weil das Straßenverkehrsamt hat halt noch nicht auf. Ich weiß nicht, wie das bei denen aussieht, ob ich das einen Tag vorher abholen kann. Wahrscheinlich erlauben die das eh nicht. Dann darf ich es wahrscheinlich erst am Montag abholen. Dazu kommt dann auch, dass ich meine Maschine noch die Drossel ausbauen muss. Das muss ich dann vom TÜV wieder abnehmen lassen. Oder beziehungsweise, ja, ich muss das vom TÜV abnehmen lassen. Ich muss nicht neu TÜV machen, aber ich muss es vom TÜV abnehmen lassen. Leider. Also ich schätze mal, dass das dann im Laufe der Woche danach dann, dass ich dann das erstmal mit der Maschine offen fahren kann. Ja, das habe ich gemacht, deswegen hat sich das auch mit den Videos so ein bisschen nach hinten geschoben. Achso, seht das Ganze einfach mal als ein kleines, ich erzähle euch, was in der letzten Zeit so passiert ist, Video. Ja, das, dafür dient das hier heute. Hallo, Kim. ja, die Prüfung habe ich bestanden. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich offen fahren darf. Dann kommt jetzt nochmal der Burner. Wir waren gestern, Kim, Nadine und ich, wir waren bei Luis. Und da haben wir eine klasse Sache vollbracht. Kim will ja die ganze Zeit eine Lederkombi haben, aber sie hat halt nicht so viel Geld über, um sich eine Lederkombi zu kaufen. Deswegen so eine Lederkombi für 500 bis 800 Euro ist halt nicht drin. Und dann waren wir gestern bei Luis, gucken da so ein bisschen durch. Und da war eine von Probiker, ich weiß gerade nicht genau das genaue Modell, auf jeden Fall eine Lederkombi. Und Kim hat auch ein Problem mit der Größe. Kim braucht 34 und die meisten Hersteller verkaufen gar keine Lederkombis in 34. Und da war da eine, wir haben alle möglichen Lederkombis, hat Kim anprobiert und die waren alle auch um den Bereich so 500, 600 Euro. Selbst die von Vanucci und Büse, die eigentlich ja, Vanucci ist ja die Hausmarke von Luis, eigentlich günstigen Marken da, waren alle so ziemlich teuer. Und dann haben wir eine Probiker halt noch gesehen, so, die hängen so ein bisschen abseits und die
war so im Gesamtpaket mit Jacke und Hose 199 Euro. Und die war auch in Größe 34 da. Da dachten wir, vielleicht passt die ja. Das war zwar eine, die den meisten Leuten wahrscheinlich nicht passt, weil es so, das ist halt Stangenware. Die wird halt so in Massen hergestellt. Deswegen ist die auch so günstig, die Lederkombi. Aber immer noch qualitativ besser als Textilsachen, definitiv. Die billigste Lederkombi ist halt besser als Textil immer noch. Dann hat Kim die anprobiert und die saß halt perfekt, kann man so sagen. Und 199, und dann haben wir noch gecheckt, oh, es gibt ja ein Angebot. Das Angebot besagt, wenn man ab 150 Euro bekommt man dann nochmal 30 Euro Rabatt. 30 Euro Rabatt bedeutet, 170 Euro hat die Lederkombi gekostet. Ha. Also ganz ehrlich, 170 Euro für eine komplette Lederkombi? Crazy oder was? Ja, dann brauchte sie noch richtige, vernünftige Stiefel, die sie bei anziehen kann. Dann haben wir auch geguckt, was da so gibt. Und da waren von Alpine Stars die SMX5. Ich habe die SMX6. Für meine habe ich 200 bezahlt. Und die SMX5, die waren irgendwie im Angebot für statt 200 für 130. Und dann, ja, 130, gutes Angebot. Dann müssten wir aber nochmal auf die 150 Euro kommen, damit wir dann nochmal 30 Euro Rabatt bekommen. Dann hat Kim sich noch, weil sie auch noch brauchte, Funktionsunterwäsche dazu gekauft. Ja, nochmal 30 Euro billiger und das komplette Outfit für einen Schnapperkurs eingekauft. Also, ja, Kim hat jetzt eine Lederkombi. Sieht echt super geil aus, die sitzt gut. Halt, sie hat eine schlicht schwarze Lederkombi. Sie hätte gerne was mit Blau oder so gehabt, aber das findest, also das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Blaue Lederkombi, die schön aussieht, kriegst du nicht. Oder welche, die ganz wenig weiß hat oder so, kriegst du nicht. Das ist viel zu rar. Außer man hat ein Budget, was halt deutlich höher ist. Kimi, Kimko. Oh nein, sie haut mich wieder. Jedes Mal, wenn ich das in mein Video reinpacke und sie das Video sieht, meckert sie mich an, dass ich sie Kimi Kimko nenne. Sie mag den Spitznamen irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Wer von euch mag den Spitznamen? Jeder, der den Spitznamen mag, muss einmal Kimi Kimko in die Kommentare schreiben. Damit ärgern wir sie. Das ist die Lederkombi übrigens. Schöne neue Lederkombi haben sie da. Bitte. Ja gut, der Pulli ist drüber. Man sieht halt nur die Hose, ne? Aber wir fahren ja sowieso meist mit Pullis, wenn es nicht mega warm ist. Knieschleifer müssen wir jetzt noch kaufen. Deswegen fahren wir zur LBM nach Steinhagen. Und gucken mal, was da so im Angebot ist. Kim hätte gerne einen Kniesteifer, die so ein bisschen Blau mit drin haben oder so. Weil sie halt voll auf die Farbe Blau absteht und ihr Motorrad so teilweise in Blau abgesetzt hat. So ganz paar Kleinigkeiten hat sie in Blau. Ja. So, jetzt überlege ich gerade, habe ich noch irgendwas zu erzählen? Oder war es das im gröbsten Sinne? Ich glaube, das war's. Also dann schätze ich mal, geht es jetzt wie gewohnt mit Motovlogs weiter. Bemühe mich wieder aktiver zu produzieren. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann werdet ihr jetzt mehr Content wieder bekommen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Haut rein, habt einen schönen Tag. Tschüssi! Lass doch ein Abo da, ein Daumen wäre doch toll. Meine Stimme stirbt. Jawohl, ja.
Alter, das war gerade echt ein creepy Outro.